Sandra Hufmeister, geboren 13. Mai 1973 in Aachen, wohnhaft in Köln, verheiratet, Einzelhandelskauffrau. Die Angeklagte besuchte gemeinsam mit ihrem Ehemann Dirk Hufmeister am 3.10.2008 das Oktoberfest in München. Gegen Abend beobachtete die Angeklagte im Festzelt, wie ihr Ehemann mit der gemeinsamen Kegelfreundin Gabriele Faust schmuste und diese küsste. Rasend vor Eifersucht folgte die Angeklagte daraufhin ihrem bereits stark alkoholisierten Ehemann, als dieser gegen 21.15 Uhr das Zelt verließ. Hinter dem Bierzelt kam es dann zwischen den beiden zu einer Auseinandersetzung. In deren Verlauf stieß die Angeklagte ihrem Ehemann dessen Maßkrug mit voller Wucht ins Gesicht. Dirk Hufmeister erlitt einen zweifachen Kieferbruch und musste 10 Tage stationär im Krankenhaus behandelt werden. Die Angeklagte wird somit der gefährlichen Körperverletzung beschuldigt, strafbar gemäß § 223.1. Frau Hufmeister, die Anklage haben Sie gehört. Es steht Ihnen frei, ob Sie dazu was sagen wollen. Wollen Sie sich äußern? Herr Vorsitzender, wenn ich noch eine Sache kurz klären könnte. Ich habe vor der Verhandlung einen sehr interessanten Anruf bekommen von einer gewissen Ulrike Hammer. Die hat mir erzählt, dass der Ehemann, also das Opfer, der Ehemann der Angeklagten, jahrelang vorher in München selbst gewohnt hat und da als Hochstapler aufgetreten ist und offensichtlich eine ganze Menge Frauen um Geld gebracht hat. Ja, und hat die Frau gesagt, wie sie darauf kommt? Genau, das kann ich leider noch nicht sagen. Die Frau saß offenbar im Zug und die Verbindung ist abgebrochen, eins dieser bekannten Funklöcher. Ich hoffe, dass sie sich vielleicht noch mal bei mir meldet. Und deswegen würde ich bitten, mein Handy anlassen zu dürfen. Und dann werde ich hier vortragen und sie wird beweisen, dass es noch eine ganze Menge andere tatverdächtige, wütende Frauen in München gab. Ja gut, dann lassen Sie es mal an. Gut, warten einfach mal ab, ob die Frau sich noch mal meldet. Jetzt aber noch mal zu Ihnen. Wollen Sie sich äußern zu der Anklage? Ja, eigentlich habe ich nicht viel dazu zu sagen, aber... Ich meine, was der Staatsanwalt hier vorgelesen hat, das ist völliger Schwachsinn. Warum sollte ich meinem Mann, meinem betrunkenen Mann, einen Bierkrug ins Gesicht schlagen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Zugehört haben Sie eben nicht, oder? Ich gehe davon aus purer Wut haben Sie gehandelt. Rasend waren Sie vor Eifersucht. Sie waren auf 180. Warum? Weil Ihr Mann den ganzen Abend auf der Wiesn bereits anderen Frauen hinterhergeschaut hatte und dann zu allem Überfluss mit Frau Faust, der gemeinsamen Kegelfreundin, auch noch rumgeschmust. Gabi ist nicht meine Freundin. Gut, wie dem auch sei, haben Sie was mitbekommen? Nein. Und ich glaube auch nicht, dass die was miteinander hatten. Aber wegen dieser Fremdflirterei, da wollte ich eh noch mal mit meinem Mann ein Wörtchen reden. Aber wenn er total betrunken ist und sturzblau, dann macht das einfach keinen Sinn. Was macht keinen Sinn, mit ihm da zu reden? Ja, mit ihm zu reden. Mhm. Bleibt's denn da immer beim Reden oder gibt's da auch mal so einen richtig handfesten Streit? Ja, manchmal. Und an dem Abend, hatten Sie da auch getrunken? Nein, ich mag kein Bier. Aber mein Mann hat für zwei dafür getrunken. Und deswegen habe ich auch nicht mit ihm geredet, weil es überhaupt keinen Sinn macht. Also Sie haben hier die falsche sitzen. Ich werde im Laufe der Verhandlung nämlich aufzeigen können, dass es noch eine Menge weitere Personen gibt, die auch ein Motiv für diese Tat haben. Sie meinen die vielen Münchner Frauen, die angeblich vom Geschädigten betrogen wurden, Herr Verteidiger? Ja, ich meine unter anderem diese vielen Frauen. Und da meine ich dann noch den Ehemann zum Beispiel von Gabriele Faust, der sich bestimmt nicht darüber gefreut hat, dass seine Frau mit dem Opfer auf dem Oktoberfest rumknutscht. Nicht? Und dann gibt es da auch noch die Wiesnbedienung, die Vroni Schmidt. Die bestreitet zwar, dass sie ihren Hufmeister kennt, aber ich frage mich natürlich, warum bestreitet sie das Ganze? Mit denen reden wir ja später noch. Ja. Ja? Jetzt sind wir bei der Angeklagten, würde ich sagen. Genau, vielleicht wollen wir erst mal herausfinden, was mein Mann alles für Geheimnisse hat und dann reden wir weiter. Dann reden wir weiter, heißt jetzt nicht, oder? Ja. Ja, gut, dann lass uns halt. Dann nehmen Sie bitte da drüben Platz, wir treten die Beweisaufnahme ein und sprechen zunächst mal mit Ihrem Mann, Dirk Hufmeister, bitte. Herr Hufmeister, guten Tag. Nehmen Sie mal bitte hier Platz. Zunächst mal, Sie wissen, dass Sie als Zeuge natürlich die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Ich belehre Sie außerdem, 55 StPO, dass Sie auf einzelne Fragen nicht antworten müssen, wenn Sie sich selbst belasten könnten. Sie heißen Dirk Hufmeister, 41 Jahre alt, Sie wohnen in Köln, verheiratet, Sie sind Bademeister und Sie sind der Ehemann der Angeklagten und haben damit ein Zeugnisverweigerungsrecht. Sie können also frei entscheiden, ob Sie überhaupt was aussagen wollen. Wenn, dann müssen Sie natürlich die Wahrheit sagen. Ich werde auch sagen, obwohl ich mich natürlich nicht mehr an viel erinnern kann an diesem Abend. Wieso können Sie sich nicht mehr an viel erinnern? Ja, das ist das verdammte Oktoberfestbier. Das ist halt furchtbar stark. Und seit ich jetzt in Köln wohne mit den kleinen Biergläsern, da vertrage ich halt nichts mehr. Mhm. Also früher 6 Maß, das war überhaupt kein Problem, aber jetzt... Mhm. Naja, so wenig war es an dem Abend wohl auch nicht. Ich habe hier das medizinische Gutachten und da ist ja auch bei Ihnen im Krankenhaus eigenem Labor eine Blutalkoholanalyse durchgeführt worden, ist Blut entnommen worden. Und da steht nun, dass der Patient, der Hufmeister, am 3.10.08 um 22.05 Uhr eine Blutalkoholkonzentration von 2,98 Promille hatte. Na Herr Richter, da wäre ich halt das eine oder andere Mal auch an der Schnapsbar gewesen sein. Tja, und im Nachhinein?
ist man schlauer, oder? Ob das richtig war. Gut, ist aber nicht Thema. Sie haben jedenfalls offensichtlich deutlich zu viel getrunken. Sie waren auch der Initiator der Reise nach München. Ja, ich wollte endlich mal mit diesen Vorurteilen aufräumen, die alle gegen uns Bayern haben. Und wollte mit meinen Kollegen vom Kegelclub mal nach München fahren. Ihnen mal mein München zeigen, war alles 1A organisiert, Busreise, günstig, super Hotel mit einem prima bayerischen Vorabend und einen Tisch auf der Wiesn, was man ja auch selten kriegt. Naja, und dann ist alles komplett aus dem Ruder gelaufen. Mhm. Wusst gar nicht, dass es in Köln Vorbehalte gegen Bayern gibt, aber gut, wieder ein anderes Thema. An was können Sie sich denn noch erinnern von dem Abend? Ja, nicht mehr an viel. Also das Letzte, was ich noch weiß, ist, dass ich mit meinem Kumpel Olaf aus dem Bierzelt raus bin, um auszutreten. Mhm. Wissen Sie noch ungefähr, wann das war? Also genau weiß ich das nicht mehr. Also es war dunkel, war es auf alle Fälle schon. Und wir haben dann an irgendeinen Baum hingepinkelt und der Olaf, der wollte dann wieder ins Zelt rein, aber mir war nicht so. Ich wollte mich noch ein bisschen auf die Wiese sitzen und ein bisschen frische Luft schnappen. Und dann sind die Lichter ausgegangen, dann weiß ich gar nicht mehr. Mehrere Zeugen haben bei der Polizei ausgesagt, dass sie an dem Abend ziemlich viel geflirtet haben sollen. Können Sie sich daran noch erinnern? Schemenhaft, Herr Richter. Mhm. So schemenhaft weiß ich schon, am Nachbartisch, da war so ein blondes Mädel mit Jenny Zepferl und einem Dirndl. Da habe ich schon ein bisschen hingeschickert, aber das gehört auf der Wiesn auch dazu. Genau. Was ist mit Ihrer Kegelfreundin, der Gabriele Faust? Mit der sollen Sie mehr als geflirtet haben? Erinnern Sie sich daran noch? Na, also kann ich mir nicht vorstellen. Also laut Aussage einer Wiesnbedienung sollen sie ein paar Tische weiter, also vom Kegelclub ein bisschen abseits, sollen sie sich sogar geküsst haben? Na, die muss sich täuschen, weiß nicht, was die da gesehen hat. Da wird's mich verwechselt haben. Ja, das glaube ich jetzt eher nicht. Also bei der polizeilichen Aussage, wir werden sie nachher noch mal hören, aber da hat sie recht sicher gewirkt. Sie war sich sicher, dass sie das so beobachtet hatten. Ich gehe davon aus, dass sie nicht die Einzige war, die das gesehen hat. Ich gehe davon aus, ihre Frau hat sie auch dabei gesehen, wie sie geflirtet, wie sie geküsst haben. Und deswegen ist ihre Frau dann ja so ausgeflippt und hat ihnen den Maskrug ins Gesicht geschlagen. Na, das glaube ich nicht. Na, ich meine, Kostprobe davon, wie Ihre Frau, ich sag mal, abgehen kann, haben wir ja auf Video. Ne? Es gab ja diese intern organisierte Prä-Wiesn-Geschichte, Prä-Wiesn-Party bei Ihnen im Hotelzimmer. Und da hat ja ein Kegelfreund von Ihnen ein Video mitlaufen lassen. Ja, das war doch alles gar nicht so tragisch. Die Aufzeichnung haben wir ja hier. Ich würde sagen, an der Stelle könnten wir es uns eigentlich einfach mal anschauen. Dann geht folgender Beschluss. Das Video wird in Augenschein genommen und dazu abgespielt. Also, Prost, Freunde. Bis morgen. Prost. Sagst du auf der Wiesn, da wirst du schauen, dass da für Hasen rumlaufen. Solche Brüste, da werden dort Augen rausgefallen worden. Echt? Ja, freilich. Da freue ich mich aber drauf. Ja, da darf ich mich auch gefallen. Ich kann mal auf, wenn du meinst, dass du dir morgen einen Hormontanz veranstalten kannst, hast du dich geschnitten, Freundin. Wenn du morgen nur einer zu tief in den Ausschnitt glotzt, dann kannst du was erleben. Jawohl, Chefin, jawohl. Ja, du meinst ernst. Ja, ja, passt schon. Da sieht man schon, wie Sie gedroht haben. Mit Gewalt haben Sie gedroht, Frau Hofmeister. Sie haben es ja noch mal gesehen jetzt. Hey, das war doch keine Drohung. Was war das sonst, bitte sehr? Ich meine, Sie sagen sinngemäß, so wie ich es verstanden habe, wenn du nur einer Frau so tief in Ausschnitt schaust, dann wirst du was erleben, heben die Hand drohend hoch. Schauen Sie mal, wenn er nur einer in Ausschnitt schaut, sagen Sie, da hat er rumgeknutscht an dem Tag und dann haben Sie Ihre Drohung erst recht in die Tat umgesetzt. Nein. Am Tattag. Nein, das stimmt nicht. Genau, das würde meine Frau auch nie machen. Ich meine, die ist manchmal schon ein bisschen emotional und flippt dann ein bisschen aus und schreit rum. Aber handgreiflich wird die nie werden. Das war hinterm Bierzelt, da sind lauter Besoffene. Und da wäre ich halt mit irgendeinem aneinander geraten sein und der hat mir dann den Maskrug ins Gesicht geschlagen. Gut, kommt doch andauernd vor, rennen doch lauter Irre rum da hinterm Zelt. Ihre Frau selbst sagt, sie trinkt kein Bier und wir haben ihre Fingerabdrücke, die Fingerabdrücke ihrer Frau, auf dem besagten Maskrug drauf. Ja, weil ich ihm den Krug auch mal aus der Hand genommen habe und zwar im Zelt, weil ich da schon gedacht habe, dass er genug hat. Genau so war das. Laut Polizeibericht wurden Sie am 21.30 Uhr von der Polizeistreife auf dieser Wiese hinter den Bierzelten gefunden. Da waren Sie bewusstlos und Sie hatten diesen Maskrug hier, diesen blutverschmierten Maskrug noch in der Hand. Da gibt es eine DNA-Analyse und laut dieser DNA-Analyse handelt es sich dabei eindeutig um Ihr Blut. Also deswegen ist davon auszugehen, dass das auch das Tatwerkzeug ist. Also der oder die Täterin hat augenscheinlich, während Sie den Krug also relativ nah am Mund gehalten haben, von unten so fest gegen den Krugboden geschlagen,
ja, dass ihm der obere Rand des Kruges da voll aufs Kiefer, ins Gesicht geschlagen wurde. Und sie haben dadurch Folgendes erlitten. Ich verlese jetzt mal das ärztliche Gutachten. Dadurch erlitten eine zweifache Fraktur des Unterkiefers, Fraktur des Gelenksfortsatzes sowie des Unterkieferastes jeweils links. Und sie mussten dann 10 Tage stationär im Krankenhaus behandelt werden. Ja, ja, lauter Platten und Schienen haben sie mir da reingesetzt. Mal was anderes, Herr Hofmeister. Die ersten 36 Jahre Ihres Lebens, die haben Sie in München verbracht. Ist das richtig? Ja, das stimmt. Und kennen Sie aus dieser Zeit zufällig vielleicht die Wiesenbedienung, die auch an dem Tag, dem Tattag bedient hat? Ne? Ja. Die Vroni Schmidt? Kenne ich nicht. Ich meine, ich kenne ja schon ein paar Frauen, aber in München leben insgesamt 1,3 Millionen Menschen. Da kann man nicht alle Weiber kennen, die da rumlaufen, obwohl ich schon ein paar kenne. Also so ist es nicht. Ihre Frau hat mir aber erzählt, dass bei der Begrüßung von dieser Vroni Schmidt, dass es da schon ein paar interessante Blicke gab. Also die war schon recht irritiert, als sie sie wieder gesehen hat. Weil vielleicht habe ich ihr halt gefallen. Also, was soll denn das für ein Blödsinn? Entschuldigung, bitte. Ihre Frau hat mir nämlich auch noch erzählt, dass diese ja so fremde Bedienung Ihnen dann zufällig irgendwann mal in diesem ganzen Gefeiere mal an den Hemdkragen gegangen ist und den ein wenig zur Seite geschoben hat. Also ich finde das ganz schön merkwürdig, wenn man jemanden gar nicht kennt. Vor allem, was wollte sie damit bezwecken? Das weiß ich auch nicht. Also wie gesagt, vielleicht habe ich ihr ja gefallen oder vielleicht hat es mich auch mit jemandem verwechselt, der sie letztes Jahr mal belästigt hat oder was. Ich habe doch ganz genau gesehen, wie die dich angeglotzt hat und vor allen Dingen, wie die deinen Kragen da zur Seite geschoben hat. Wahrscheinlich hat sie ja deine Mutter mal gesucht. Ach. Weil mein Mann hat nämlich ein ziemlich markantes Muttermal hier links am Schlüsselbein. Vielleicht willst du es ja mal dem Richter zeigen. Ja, zeigen Sie es nur mal. Na gut, das ist schon recht deutlich, würde ich sagen. Ja gut, ich glaube aber trotzdem, dass meine Frau da irgendwas falsch interpretiert. Ich habe da überhaupt nichts falsch interpretiert. Ich habe doch genau gesehen, wie die dich so verachtend angeglotzt hat. Jetzt sag mir endlich, was mit dieser Frau ist. Herr Hofmeister, ich kann Ihnen mal ein bisschen auf die Sprünge helfen. Ich habe vorhin einen Anruf bekommen von einer gewissen Ulrike Hammer. Wie bitte? Sag, was heißt, Sie kennen die Dame? Ja, ich meine, das ist aber schon lang her habe ich mit der mal was gehabt. Jetzt soll diese Frau Hammer sehr schwere Vorwürfe gegen Sie erhoben haben. Die soll sie im Grunde der Hochstapelei bezichtigt haben. Wie? Mich? Wie bitte? Was ist denn hier los? Kannst du mir bitte sagen, wer diese Frau ist? Sehen Sie gleich. Sie lügen doch hier nur rum, weil Sie ihm selber den Krug ins Gesicht geschlagen haben. Ich? Was hab ich denn bitte mit Ihrem Mann zu tun? Die Hammer kommt hierher? Richtig, und sie hat mir am Telefon eben auch gesagt, dass sie was sehr, sehr Wichtiges zu der Verhandlung noch beizusteuern hat. Pass mal auf, Gabi, ja? Und zwar, wenn du hier nicht jetzt gleich bei der Wahrheit bleibst, dann erzähle ich dem Richter mal ein paar schöne Sachen über dich. Weil ich weiß ganz genau, was du hier auf dem Oktoberfest getrieben hast. Sandra, die lügt, wenn sie einen Mund aufmacht. Das ist eine Narrische. Du musst doch mir glauben. Wir sind doch, ich glaube doch dir auch und bin hier, damit ich dich verteidige. Und ich glaube doch auch an deine Unschuld. Jetzt, ist da was dran an dem, was diese Frau Hammer behauptet? Nix ist da dran. Herr Hofmeister, sollte an den Vorwürfen irgendwas dran sein. Ne? Da kann das bedeuten, dass Sie ganz schön viele Feindinnen in München haben. Und da kann es doch sein, dass auf so einem Fest, wo viele Leute zusammenkommen, zufällig mal eine von denen vor Ihnen stand und Ihnen den Maßkrug und das Kinn geschlagen hat. Ich habe überhaupt keine Feindinnen. Die einzige Feindin, die ich vielleicht habe, ist diese Hammer. Die ist total blemblem. Die hat es nicht überwinden können, dass ich sie verlassen habe. Obwohl wir gar keine Beziehung hatten, sondern das war nur eine flüchtige Affäre. Und danach ist die durchgedreht, hat mich belästigt, nichts wie Lügengeschichten erzählt. Und wegen der bin ich überhaupt erst weg aus München. So, aus München sind Sie weg, aber in Köln haben Sie sich neue Feinde gemacht. Was für Feinde? Den einen haben Sie doch direkt mitgebracht, Ihren Kegelfreund Olaf Faust, nicht? Mit seiner Frau haben Sie rumgeknutscht vor allen Leuten. Ich glaube nicht, dass ich mit der Gabi was hatte. Weiter Fragen noch an den nicht so sicher, keine Fragen. Danke. Was war die nächste Zeugin an? Veronika Schmidt, bitte schön. Sie dürfen hin Platz nehmen. Dankeschön, der Zeuge bleibt unvereinigt. Frau Schmidt, guten Tag. Kommen Sie mal bitte hier nach vorne. Nehmen Sie bitte Platz. Frau Schmidt, ich muss Sie zunächst mal belehren. Als Zeugin vor Gericht müssen Sie die Wahrheit sagen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Ich belehre Sie auch noch 55 StPO. Sie müssen auf Einzelfragen nicht antworten, wenn Sie sich selbst belasten könnten. Sie heißen Veronika Schmidt, Sie sind 31 Jahre alt, Sie wohnen in München. Sie sind ledig, Sie sind Kellnerin von Beruf, arbeiten da auch immer auf der Wiesn als Bedienung. Und mit der Angeklagten hier sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Sie wissen, worum es heute geht. Der Angeklagten wird vorgeworfen, Ihrem eigenen Ehemann, dem Herrn, der da hinten sitzt, auf der Wiesn mit einem Maßkrug das Kiefer zerbrochen zu haben. Ja?
Ja, ich weiß. Sie haben ja an dem 3.10.2008 diesen Kegelclub alle Neune auch an einem ihrer Tische bedient, oder? Das ist richtig. Da haben Sie auch sicherlich einiges mitbekommen. Also zum Beispiel, wie war denn so die Stimmung am Tisch? Ja, also die hatten eine ziemlich abgefahrene Feierstimmung, kann ich jetzt so sagen. Kein Wunder, die haben ja eine Masse nach der anderen einfach so weggezischt. Mhm. Können Sie auch sagen, wie sich der Hofmeister den Damen gegenüber benommen hat? Also, der hat gebaggert, als gäbe es kein Morgen mehr. Dass der verheiratet ist, das hat er sich wirklich nicht anmerken lassen. Und ein Mädel vom Nebentisch hat sich sogar bei mir beschwert, weil er sie immer wieder angegrapscht hat. Mhm. Ach, also. Was? Und? War noch mehr als dieses eine Mädchen, das er angegrapscht hat? Ja, der hat noch mit einer Tussi rumgeknutscht. Ganz heimlich, einen Gang weiter. Ich weiß nicht, was Sie da gesehen haben, da war überhaupt nichts. Also ich habe mich wirklich nicht getäuscht, da war sehr wohl was. Das war so eine Schwarzhaarige, die hatte dann so blinkende Teufelsöhrchen auf. Hatte die so schulterlange, schwarzrote Haare? Ja, genau. Also, dann hast du also doch mit der Gabi rumgeknutscht. Frau Schmidt, kommen Sie mal nach vorne, dann zeige ich Ihnen mal ein Foto. Schauen Sie mal. Die Dame, mit der er geknutscht hat, war das vielleicht diese hier? Ja, genau, die war's. Das ist Gabriele Faust, nehmen Sie doch bitte wieder Platz. Hm? Herr Hofmeister. Ja. Willst du es immer noch abstreiten? Mei Sandra, ich weiß doch gar nicht mehr, was an dem Abend war. Ich kann mich doch an nichts mehr erinnern. Ich weiß überhaupt nichts mehr. Es ist ganz schön einfach, richtig bequem, alles auf den Alkohol zu schieben, sich an nichts mehr zu erinnern. Ganz praktisch. Und wenn jetzt gleich noch die Gabi, die Schlange, kommt, dann wird sie auch alles abstreiten. Aber Sie haben noch eine weitere Beobachtung gemacht. Können Sie die auch mal erzählen? Ja, bitte? Klar. So gegen 8:45 habe ich mich an der Schenke angestellt, um Bier zu holen. Ja, und es dauert immer so ein bisschen, bis man da drankommt. Und ja, da habe ich gesehen, wie dann der Herr Hofmeister mit seinem Freund das Zelt verlassen hat. Haben Sie auch gesehen, ob der Herr Hofmeister seinen Maskok dabei hatte? Nee, gesehen habe ich das jetzt nicht, aber der hat so seine Jacke so in den Arm gelegt gehabt. Ich schätze mal, hätte er den Krug drunter verstecken können, aber eigentlich ist es ja verboten, seinen Krug mit rauszunehmen. Und diesen Freund von Herrn Hofmeister, haben Sie den auch wieder reinkommen sehen? Ja, der ist so 2 Minuten später allein aber wiedergekommen. Tja, und die 2 Minuten hätten ja außerordentlich gereicht, ne? Um ihm einen Bierkrug ins Gesicht zu schlagen. Ja, ich glaube, dass der das nicht war. Weil der wollte direkt an den Tisch zurückgehen und ist ihm die Angeklagte begegnet. Ja, dann haben sie sich ein bisschen unterhalten und dann ist sie total wutschnaubend in Richtung Ausgang gelaufen. Also mehr kann ich Ihnen nicht sagen. Ich war ja dann auch mit der Biervergabe dran und 10 Minuten später ist schon der Rettungswagen gekommen. Das sind doch alles nur Lügen. Sie lügen doch hier nur rum, weil Sie ihm selber den Krug ins Gesicht geschlagen haben. Ich? Was hab ich denn bitte mit Ihrem Mann zu tun? Kennen Sie den Herrn Hofmeister denn? Nee, wir kennen uns nicht. Woher denn? Der kommt aus Köln. Naja, da war ich noch nie. Eigentlich kommt der Herr Hofmeister ja aus München. Der ist erst vor 5 Jahren nach Köln gezogen. Also denkbar wäre schon, dass Sie sich von früher noch kennen. Nein, wir kennen uns aber nicht. Dann erklären Sie mir noch mal bitte, was Sie an seinem Hemdkragen zu tun haben, wenn Sie ihn nicht kennen. Hä? Sie brauchen überhaupt nicht so blöd zu tun. Ich habe genau gesehen, wie Sie an seinem Hemdkragen rumgemacht haben. Sie haben wahrscheinlich sein Muttermal gesucht. Welches Muttermal? Keine Ahnung, was Sie da meinen. Sie brauchen und ich kenne auch Ihren Mann nicht. Ach, Sie brauchen überhaupt nicht so blöd rumzutun. Und du, dir glaube ich sowieso auch kein Wort mehr. Da läuft doch irgendwas zwischen Ihnen. Ich habe doch genau gesehen, wie Sie meinen Mann angeschaut haben, wie Sie ihn begrüßt haben. Ja, wie hat er darauf reagiert, Ihr Mann? Er hat Sie ignoriert. Und das ist so die typische Reaktion für ihn, wenn ihm irgendwas unangenehm ist. Die beiden, hier hat er doch irgendwas miteinander. Vielleicht habt ihr ja immer noch was miteinander. Das würde zumindest erklären, warum Sie zu ihm gesagt haben, ja, wir sprechen uns noch. Wir sprechen noch. Jetzt werd er mal nicht albern. Da war nix. Ja, also, das habe ich definitiv nicht gesagt. Noch weitere Fragen an die Zeit? Keine, danke. Dann dürfen Sie einen Platz nehmen. Dankeschön, Frau Schmidt. Sie bleiben unvereidigt. Ja. Kann ich nicht gehen? Naja, es könnte durchaus sein, dass ich später noch ein paar Fragen an Sie habe. Sie sollten schon. Kann ich dann wenigstens kurz raus, um zu telefonieren? Gut, okay, das können Sie natürlich machen, aber bleiben Sie bitte in der Nähe. Ja? Ich will nur abhauen. Ach, jetzt lassen Sie mal gut sein. Olaf Faust, bitte. Ja, Sie bleiben in der Nähe, bitte, ja? Herr Faust, guten Tag. Guten Tag. Nehmen Sie mal bitte hier Platz. Ich muss Sie zunächst mal belehren, dass Sie als Zeuge hier natürlich die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Aber in vorsorglich 55 StPO belehre ich Sie, dass Sie auf einzelne Fragen nicht antworten müssen, wenn Sie sich selbst oder Angehörige belasten könnten. Sie heißen Olaf Faust, 36 Jahre alt, Sie wohnen in Köln, Sie sind verheiratet, Konditor, verwandt oder verschwägert mit Angeklagten sind Sie nicht. Sie wissen, worum es heute hier geht.
der Angeklagten wird zur Last gelegt, dass sie ihren eigenen Ehemann mit einem Bierkrug schwer verletzt haben soll, indem sie ihm den Bierkrug ins Gesicht geschlagen. Ja, das ist richtig. Die Sandra, die muss da vollkommen wahnsinnig geworden sein an dem Abend. Fangen wir vielleicht mal von vorne an. Das war ja ein Ausflug vom Kegelclub, der hieß Alle Neune. Und da waren Sie mit dabei, ja? Das ist richtig. Wir waren da in dem Festzelt und ich bin irgendwann abends, als schon dunkel war, mit dem Dirk hinters Zelt gegangen. Wir mussten mal pinkeln, drin war die Hölle los, da kam man nirgendwo durch. Ja, ich bin aber kurz danach wieder rein und das war, muss wenige Minuten davor gewesen sein, bevor er den Krug da in die Fresse gekriegt hat. Als Sie doch draußen waren, dann konnten Sie da noch irgendwas beobachten? Haben Sie noch was mitbekommen? Nee, leider nicht. Wissen Sie, Herr Richter, als ich gerade fertig war mit meinem Geschäft, da fingen die dran an, Fiesta Mexicana zu spielen. Ist vielleicht nicht nachvollziehbar, aber ich stehe voll auf dieses Lied. Und ich wollte sofort wieder rein und da mitzumachen. Ja, und der Dirk wollte eben noch draußen bleiben. Bei der Polizei, Blatt 18 der Akte, da haben Sie gesagt, dass auf dem Weg zum Tisch Sie noch eine Begegnung hatten im Gang. Als ich zurück ins Zelt komme, da ist die Sandra wie so eine Furie auf mich los und wollte von mir wissen, wo der Dirk ist. Und da habe ich eben erzählt, ja gut, der Dirk sitzt auf der Wiese, will sich noch was ausruhen. Ist ja auch nichts dabei, aber die musste das vollkommen in den falschen Hals bekommen. Ne? Inwiefern? Ja, die brüllte plötzlich los, von wegen ausruhen. Der macht wohl ein Schäferstündchen auf der Wiese. Ich renn, geh jetzt raus und zieh ihm die Ohren lang. Ja, und dann ist sie auch schon wutschnaubend an mir vorbei und aus dem Zelt raus. Auf direktem Weg zu ihrem Ehemann. Nein. Frau Hofmeister, mir wird einfach nicht klar, warum Sie immer noch hier bestreiten. Sie haben die Aussage von Herrn Faust gehört, die deckt sich zu 100% mit der Aussage von Frau Schmidt. Und Frau Schmidt ist nun wirklich eine unbeteiligte Zeugin. Das sollte Sie vielleicht ein bisschen ernst nehmen. Von wegen Unbeteiligte. Die will mir doch nur alles in die Schuhe schieben. Ich empfehle Ihnen, mit Herrn Guthold, mit Ihrem Verteidiger vielleicht mal zu sprechen und mit ihm zu klären, was das heißt, jetzt noch ein Geständnis abzulegen. Noch bringt Ihnen das was. Noch würde sich das empfindlich günstig für Sie auf Ihr Strafmaß auswirken. Vielleicht denken Sie da mal drüber nach. Es ist doch ziemlich klar, wie es gelaufen ist und dass Sie hier zu Recht angeklagt sind, Frau Hofmeister. Okay. Ja, gut. Ja, ich bin rausgegangen. Also doch. Ja, ich bin raus und wollte zu Dirk und... Und was ist draußen dann passiert? Ja, gar nichts. Ich habe ihn auf die Schnelle nicht gefunden zwischen all den Alkoholleichen. Und dann habe ich noch zwei Security-Männer reden hören, dass sie das Zelt schließen wollen oder niemand mehr reinlassen wollen. Dann bin ich schnell zurück, weil ich meine ganzen Sachen noch drin hatte. Ja, das heißt also, Sie haben Ihren Mann da draußen gar nicht gesehen? Nein. Ganz im Gegenteil, nicht? Sie haben das Opfer draußen gesehen, Herr Faust. Und vielleicht haben Sie ihm ja auch den Bierkrug ins Gesicht geschlagen, weil Sie sauer waren. Ich? Wieso sollte ich denn sauer sein und ihm Bierkrug ins Gesicht schlagen? Weil er vor allen Leuten in dem Zelt mit Ihrer Frau rumgeknutscht hat. Und tun Sie doch nicht so. Ach, was diese Kellnerin da behauptet hat, das habe ich auch erst viel später erfahren. Wissen Sie, wie viele Richter an dem Abend, wie viele Frauen da rumgerannt sind mit schwarzen Haaren und diesen Blinkhörnchen? Die Kellnerin, die muss da irgendwas völlig falsch interpretiert haben. Eins will ich Ihnen nämlich sagen. Meine Frau, Gabi, die ist mir hundertprozentig treu. Entschuldigung, Herr. Ja, bis jetzt noch. Guthold. Die Bedienung hat die Gabi, ja, hat deine Frau Gabi auf dem Fotorad eindeutig erkannt, wenn du dich noch dran erinnern kannst. Und da hat diese Frau ganz eindeutig sichergestellt, dass das die Gabi war, die mit dem Dirk rumgeknutscht hat. Das ist doch völliger Quatsch. Würde ich sagen, kommen Sie doch bitte erstmal sofort hierher. Ja, dann können wir das weiter besprechen. Ja, vielen Dank. Wiederhören. Und, Herr Verteidiger, gibt's was Neues? Ja, die Frau Hammer hat angerufen, wie ich gehofft hatte. Dann hat sie sich bei mir noch mal gemeldet und sie ist auf dem Weg ins Gericht. Offensichtlich sitzt sie gerade im Bus und sie ist dann gleich hier. Und dann kann sie auch noch ein bisschen was erzählen. Was, die Hammer? Ja. Die Hammer kommt hierher? Richtig, und sie hat mir am Telefon eben auch gesagt, dass sie was sehr, sehr Wichtiges zu der Verhandlung noch beizusteuern hat. Also das sage ich Ihnen gleich. Die Hammer, wenn kommt, dann bin ich weg. Ja? Ich zieh doch nicht 500 Kilometer nach Köln, damit ich die Narrische nicht mehr sehe und dann kommt die hier in den Gerichtssaal. Da können Sie mich hier ja gleich auf dem Silbertablett servieren. Warum sind Sie so nervös, bitte schön, jetzt plötzlich? Hm? Ich bin nicht nervös. Herr Verteidiger, hat die Frau am Telefon Ihnen denn gesagt, was sie denn jetzt konkret zu dem Sachverhalt hier beitragen? Ja, sie kann dazu beitragen, dass einer der Zeugen hier in der Verhandlung heute lügt. Leider war dann die Verbindung unterbrochen, aber sie müsste ja gleich da sein. Gut, ich denke, die sollten wir uns auf jeden Fall anhören, ja, wenn sie dann da ist. Hm? Hat noch jemand Fragen an den Herrn Faust? Danke, Herr Faust, dann dürfen Sie den Platz nehmen, Sie bleiben unvereidigt. Ja, dann sprechen wir mal mit Ihrer Ehefrau. Hm? Die Zeugin Gabriele Faust, bitte. Zeugin Faust? Frau Hammer? Okay, Moment bitte. Entschuldigung, aber die Frau Faust ist nicht auf dem Flur. Herr Richter, die kann aber nicht weit sein, weil die ist ja mit mir eben hier hingefahren. Mhm. Aber die Zeugin Hammer ist gerade schon eingetroffen. Ja gut, dann können wir die genauso vorziehen. Ja. Ja. Zeugin Frau Hammer, dann kommen Sie mal. Hammer, bitte.